Verstehe ich. Du bist ein Halbinvalide. Bei mir sind gerade die ersten Runde hier auf der Strecke gefahren mit dem Auto. Ich glaube, mein Glück ist tatsächlich, dass ich vor, glaube, 2 oder 3 Wochen bin ich in der Opus-Gruppe viel gefahren auf der Strecke. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Das sollte ein Lied werden, wa? Mir wurde gesagt, ich soll in Mustang Gruppe 4 fahren, also fahre ich das.
Habe ich auch gerade. Hätte ich gedacht, dass jemand eine Bananenschale geschmissen hat. Da ist die Fahrt. Für den 20-Euro-Schein ist die Fahrt dahin viel aus teurer vom Spritpreisen her als jetzt aufheben. Naja, meiner ist auffällig, meinen erkennt man. Mal die Zeit selber. Oh, super Henschi.
Ist dauerhafter Schaden oder wie ist das eigentlich im Rennen? Okay. Sorry, wenn ich so viel frage. Aber seht ihr richtig, dass sich bis jetzt noch keiner weiter verbessert hat? Autsch. Das hat ja gerade Autsch gesagt, weil er echt eine Hammerzeit rausgehauen hat, 100. Da hat auch nicht viel zu Bonky seinerzeit gefehlt.
Schade. Ich dachte, ich krieg den Woini noch. Ich geh auch kurz pinkeln. Richtig arschkalt. So, ich bin wieder da. Das ist einfach die normale Streckenführung, dass man sieht, wie man fährt. Würde ich jetzt vermuten. So,
So wie der Rundpunkt bewegt, muss ja schon Gruppe 1 gewesen sein oder so. Einmal bitte blöd sein. Weißt du, noch gemeiner wäre, wenn Bonki das schreiben würde. Trollololol. Ah, herrlich. Ja. Wie geht denn das, dass jemand nicht, dass du nicht Erster bist? Was ist noch schiefgelaufen? Ja gut, das erklärt alles. Ich meine, nächstes Mal steigst du mal im dritten Rennen ein, ist genug Handicap. Immer dann denken, das Rennen wird in der ersten Kurve gewonnen. Zurückhalten gibt's nicht, gibt nur Knallgas.
Sorry, Henschi, aber du bist. Sorry, Angie. Ja, du hast dann so wenig. Was mache ich denn hier?
War ein schönes Duell bis hierher. Wieso? Nee. Also aus meiner Sicht haben wir gerade locker eine Sekunde auseinander gewesen. Ja gut, das war nicht beabsichtigt.
es kann Strafe geben. Oh, doch nicht. Ist nicht heute wieder Manufacturer Cup oder wie das Ding heißt?
Kannst du nicht mal langsam wieder einen Fehler hinter mir machen? Du kommst mir gefährlich nah. Ja, deswegen ja. Nee. Wie, vorne rechts gibt es einen Reifen? Also bei mir heißt es Motto wieder nur rot, rot ist nicht rot genug. Da hat aber so ein komischer Korvett vor mir auch ganz schön Probleme, wa?
Entschuldigung. Ja, mach mal bitte, vielleicht komme ich da nicht näher. Henji, das ist dir motiviert aber jetzt ein bisschen, wenn du so hier rumgehst. Ja, der ist auf weich, der ist auf weich gestartet. Wie war das, wenn ich mit Öko-Banause eigentlich raus aus der Liga? Der muss auf Medium sein. Dann kriegt den fast jeder. Nee, er ist auf weich gestartet.
Ami-Blinker. Weich, weich. Ich fahre auf Winters für extra Grip. Naja, bei Huschi weiß ich, dass er eine andere Liga fährt morgen. Also ich bin ehrlich, ich habe mir schon nach Spanien, habe ich mir schon U-Boot liefern lassen. Sag mal, warum habt ihr, Bonki und Hushi, warum habt ihr eigentlich nicht getestet, mit Inters zu fahren? Naja, weil ihr vom Bild von der Rundenzeit her seid ihr genauso schnell. Wie mit Regenreifen. Und ab der 25. Minute seid ihr sogar schneller als Regenreifen. Hi.
Wie, ich habe nur noch 70 Minuten bei Rande? Ah. Wollte ich gerade sagen, wir sind letzten 2 Stunden Le Mans gefahren. Bei 11 Sekunden, ich muss hier pro Runde eine Sekunde abknöpfen. Ja, aber die vorausgesetzt, dass mir das nicht passiert, ne? Der gleiche Phänomen hat Henschi auch gehabt. Er hat irgendwie nach hinten geguckt und dann war er plötzlich auf dem Acker. Ich glaube, er hat seinen Beruf gewechselt mit Rennfahrer, mit Bauer. Ah, fuck. Wie war das? Da wollte jemand, dass ich einen Fehler mache? Bitte schön, Arsten. Arschloch. Entschuldigung. Hau raus. Du kannst es ja auch machen für mehr Spannung, machst du Geisterfahrer. Ich sehe was vor mir. Push it to the limits. Nee, ich dachte, du machst einen Kaffee. Ich dachte, du machst einen Kaffeekränzchen, der so schnell wie gar nicht vorbei war. Und du kriegst doch keine Medaille dafür, dass du mit Sprit nach Hause fährst. Nee. Nee. Ja, aber gut, du.
Kannst du bitte aufhalten? Wir lassen extra das Replay verschwinden. Florian, was fährst du eigentlich für Rundenzeiten? Ich auch. Ihr könnt doch kurz ein Kaffeekränzchen machen oder ein Picknick oder sowas. Und auf gute Freunde trinken. Ist ja ein Tankauto und kein Flugzeug. Mein Gott, ich könnte kotzen, an den 29 will nicht fallen. Das ist... Kannst du es nochmal machen? Ich hab's nicht gesehen. Ey, meine letzten 4-5 Runden, ne? 1,30, 1,30, 1,30, 1,30, 1,30, 1,30. Ja, also haut ja ungefähr hin.
So, ich würde sagen, es ist für die meisten jetzt die letzte Runde, wa? Ich mach mit, komm, wir machen ein Beschleunigungsduell. Startziel. Ach, Henschi, bist denn du jetzt so? Das ist noch siebenmal zu selten wenig. Ja. Du Schluchtenjodler.